bin auch überwacht worden, ja. Während der Berufsausbildung war ziemlich schnell klar, dass es einen Jugendlichen gab, der also deutlich interessiert war an besonderen Informationen. Der fragte immer, was wir in der jungen Gemeinde machen und wann wir uns denn treffen und wer da alles dazugehört. In unserer jungen Gemeinde selbst, in Fürstenwalde-Spree, gab es einen Jugendlichen, der hatte mit einem Moped ein Verkehrsdelikt begangen. Der ist erpresst worden und zur Mitarbeit gezwungen worden. Der hat also weiter gesagt, was wir in der jungen Gemeinde geredet haben. Und hat sich dann aber nach ein paar Wochen meinem Vater, dem Superintendenten, offenbart, weil er es nicht mehr aushielt. Und er ist geschützt worden. Durch Gespräche dann bei dem Rat des Kreises, Abteilung 1, dem ist nichts passiert. Anderen ist mehr passiert. Ja. Ich bin in Brandenburg an der Havel als Vikarin 1984 dorthin gekommen, auf den Görden. Und da hat mein Patenonkel, Pfarrer, über mich geschrieben und hat den Vorschlag gemacht, mich zur Mitarbeit anzuwerben. Dieses habe ich erst natürlich nach der Wende, nach der Beantragung entdeckt. Ich wusste, dass er sehr systemnah ist. Wir haben viele heiße Diskussionen gehabt. Bei den Wahlen 1989 bin ich nicht hingegangen. Mein Sohn, der war damals 10, der erinnert sich, dass zwei Männer klingelten am Nachmittag und mich aufforderten, zur Wahl zu kommen. Er hat schreckliche Angst gehabt. Ich hatte keine Furcht. Mir war so klar, dass ich mich nicht an der Wahl beteilige. Und als dann der Satz fiel, es wird für Ihren Mann Konsequenzen haben, der nicht im kirchlichen Beruf war, sondern in der Landesnervenklinik, da bin ich fast ins Wanken gekommen. Aber ich wusste, ich darf nicht nachgeben. Und dann habe ich mit meinem Patenonkel am nächsten Tag heiß diskutiert über die Wahlfälschung. Und der sagte zu mir, er wolle mich schützen, ich müsse aufpassen. Ich dürfe außerhalb seiner Wände so nicht reden, sonst würde ich möglicherweise zugeführt werden. Da war mir klar, dass er Kontakte hat. Aber wie er dann geschrieben hat und mich empfohlen hat zur Mitarbeit, das war ausgesprochen bitter zu lesen.